Stellt euch vor, ihr könntet euer Herz schützen, euren Blutzucker stabilisieren und gleichzeitig auch noch eure Verdauung verbessern. Und das ohne wirklich viel Aufwand. All das geht mit den richtigen Ballaststoffen. Ballaststoffe spielen für die Gesundheit eine sehr wichtige Rolle. Schade nur, dass die meisten Menschen davon viel zu wenig zu sich nehmen. Das will ich mit diesem Video helfen zu ändern. In diesem Video schauen wir nämlich genau hin. Ihr werdet zwei unterschiedliche Gruppen von Ballaststoffen kennenlernen und deren unterschiedliche Wirkung auf den Körper. Wir werden sehen, in welchen Lebensmitteln diese zu finden sind und auch einen Trick kennenlernen, um mehr aus bekannten Nahrungsmitteln herauszukitzeln. Und dann habe ich auch noch ein paar ganz konkrete Handlungsempfehlungen für euch, um schmackhaft und mit wenig Aufwand viel für eure Gesundheit zu erreichen. Ballaststoffe, auch Faserstoffe genannt, sind im Dünndarm unverdauliche Kohlenhydrate, die in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. Das bedeutet, sie gelangen nahezu unverändert bis in den Dickdarm, wo das Darmmikrobiom bereits auf die Fasern wartet. Aber diese Faserstoffe, die haben es in sich. Sie sind mehr als reiner Ballast oder Mikrobiomfutter und nicht alle wirken gleich. Wir unterscheiden grob zwei Haupttypen, lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Lösliche Ballaststoffe binden Wasser, quellen dann auf und bilden eine gelartige Substanz im Verdauungstrakt. Und diese Fasern, die sind teilweise oder vollständig im Dickdarm von Bakterien fermentierbar. Bakterien können mithilfe von speziellen Enzymen diese Fasern aufspalten und weiter verwerten. Sie wirken daher präbiotisch, das heißt sie fördern das Wachstum nützlicher Bakterien im Dickdarm. Beispiele für lösliche Ballaststoffe sind Pektin, Beta-Glucan und auch die Fructane. Sie sind in Lebensmitteln wie Hafer, Äpfeln, Zitrusfrüchten und auch Hülsenfrüchten zu finden. Aber gleich sprechen wir darüber nochmal ganz detailliert. Zunächst aber zu den allgemeinen Vorteilen dieser löslichen Ballaststoffe. Lösliche Ballaststoffe verlangsamen die Aufnahme von Zucker ins Blut. Das Gel umhüllt die Zuckermoleküle und gibt sie im Laufe der Dünndarmpassage erst nach und nach wieder frei. Und das führt dann zu einer langfristigen Sättigung. Aber es hat noch einen weiteren sehr wichtigen Effekt. Der Blutzuckeranstieg ist dadurch weniger stark ausgeprägt und dadurch dann auch die Insulinantwort. Und das führt zu einem insgesamt stabileren Blutzuckerspiegel mit mehreren Vorteilen. Heißhungerattacken kommen einfach seltener vor, da man nicht in einen Zuckertief stürzt. Und da hohe Insulinspiegel vermieden werden, führt das auch zu einer weniger vermehrten Fetteinlagerung. Denn hohe Insulinspiegel packen halt mehr Fett in die Zellen rein. Und durch die Vermeidung dieser hohen Insulinspiegel fährt also auch das Abnehmen leichter. Die Zellen gelangen schneller zurück in den Fettverbrennungsmodus und die Zellen werden insgesamt wieder empfindlicher auf das Hormon Insulin. Gerade für Diabetiker oder Menschen mit einem Prädiabetes ist daher eine ausreichende Ballaststoffversorgung besonders wichtig. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass eine tägliche Zufuhr von 100 Gramm Haferflocken bei Diabetikern zu einer verbesserten Blutzuckerkontrolle und auch Senkung des LDL-Cholesterins führte. Und Cholesterin ist direkt das nächste Stichwort. Auch Herz und Gefäße profitieren von den löslichen Ballaststoffen und zwar über eine Cholesterinsenkung. Die gelartige Substanz der löslichen Ballaststoffe bindet die Gallensäuren und führt zur Ausscheidung der Gallensäuren mit dem Stuhl. Und da Gallensäuren aus Cholesterin hergestellt werden, muss der Körper mehr Cholesterin verbrauchen, um neue Gallensäuren zu produzieren, was den Cholesterinspiegel im Blut etwas senkt. Das Herz-Kreislauf-System profitiert aber noch über eine weitere Eigenschaft der löslichen Ballaststoffe und das hängt jetzt mit dem Darm zusammen. Durch die Fermentation der löslichen Ballaststoffe im Dickdarm entstehen kurzkettige Fettsäuren wie Acetat, Propionat oder Butyrat, die als Signalmoleküle und auch als Energiequellen dienen und entzündungshemmende und auch sättigende Eigenschaften haben. Denn sie wirken nicht nur im Darm lokal, sondern gelangen auch ins Blut und darüber dann letztendlich. Auch in das Gehirn. Lösliche Ballaststoffe haben auch direkt immunmodulierende Effekte im Darm, die sowohl lokal als auch dann wieder systemisch entzündungshemmend wirken können. Zum Thema Ballaststoffe und Entzündung plane ich ein eigenes Video. Wenn ihr ein Abo mit Glock hinterlasst, werdet ihr das nicht verpassen. Kommen wir aber jetzt zur zweiten großen Gruppe der Ballaststoffe, den unlöslichen Ballaststoffen. Unlösliche Ballaststoffe geben der Verdauungsstruktur. Sie fördern eine gesunde Darmbewegung und reduzieren das Risiko von Verstopfung. Das Mikrobiom kann mit ihnen aber nicht wirklich viel anfangen. Beispiele sind Zellulose und Lignin, die zum Beispiel in Vollkornprodukten, in Gemüse und auch in Nüssen zu finden sind. Auch die unlöslichen Ballaststoffe haben Vorteile, diese sind aber mechanischer Natur, wenn man das so sagen kann. Unlösliche Ballaststoffe fördern die Darmbewegung und führen zu einer verringerten Darmtransitzeit. Das verhindert Verstopfung, solange ausreichend Flüssigkeit getrunken wird. Aber es hat auch einen ganz anderen konkreten Effekt auf die Darmschleimhaut. Giftige Substanzen im Stuhl können so nicht so lange auf die Darmschleimhaut einwirken. Und das reduziert das Risiko für Entzündungen und auch das Darmkrebsrisiko. Die unlöslichen Ballaststoffe können die Toxine außerdem binden und helfen dann, diese schneller auszuscheiden. Eine ballaststoffreiche Ernährung kann also viele gesundheitliche Vorteile haben. Und wir können hier mit wenig Aufwand schon viel erreichen. Denn nur ungefähr sieben Gramm mehr Ballaststoffe pro Tag reichen schon aus, um das Herz-Kreislauf-Risiko, das Schlaganfall-Risiko und auch das Darmkrebs-Risiko deutlich zu senken. Dabei sollte man jetzt besonders auf eine ausreichende Versorgung mit den löslichen Ballaststoffen achten. Denn die haben den besten Effekt auf die Gesundheit. Die Empfehlung ist allgemein, insgesamt mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich zu nehmen. Im Durchschnitt liegt die Bevölkerung aber bloß bei 20 Gramm pro Tag und sogar weniger. Eigentlich sollten wir also die Aufnahme der Ballaststoffe verdoppeln. Und wie erreiche ich jetzt also so eine empfohlene Ballaststoffmenge? Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Ballaststoffe in der Nahrung, wie gesagt, in einem Gemisch vorliegen. Das heißt, es können unterschiedliche lösliche und unlösliche Ballaststoffe in Kombination darin enthalten sein. Und auf einige besonders gute Quellen löslicher Ballaststoffe möchte ich jetzt aber ganz im Detail eingehen. Fangen wir an mit den Beta-Glucanen. Gerste und Hafer enthalten große Mengen des löslichen Ballaststoffs Beta-Glucan. Und Hafer ist jetzt günstig und leicht zuzubereiten. Aber auch Gerste kann man in Form von Flocken kaufen und dann ganz ähnlich nutzen. Fun Fact, auch im Bier sind ein paar Ballaststoffe drin. Ich würde das jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber nur, dass ihr es wisst. Haferflocken eignen sich daher aber prima zum Frühstück als Porridge oder Joghurt. Und wenn man die Flocken über Nacht einweicht, würden sie noch besser. Die Beta-Glucane gehen dann bereits in Lösung. Und noch wichtiger ist aber, dass die im Harf enthaltenen Mineralstoffe, Zink, Eisen und Calcium, so deutlich besser vom Darm aufgenommen werden können. Kommen wir zum Pektin. Dieser lösliche Ballaststoff findet sich besonders in Äpfeln, Karotten und auch in Zitrusfrüchten. Die grüne Apfelsorte Granny Smith ist besonders reich an Pektiden, aber auch in anderen Apfelsorten ist der Ballaststoff enthalten. Der höchste Gehalt findet sich dabei immer in der Schale. Arabinoxylan ist ein löslicher Ballaststoff, der sich in großen Mengen im Vollkorngetreide findet. Besonders gute Quellen dafür sind Weizenkleie, Roggen und auch Haferkleie. Neben den Ballaststoffen enthält die Kleie viele Vitamine und Mineralstoffe. Kleie passt zum Beispiel gut in einen Naturjoghurt. Und ihr seht schon, Hafer enthält eine große Menge nicht nur an Beta-Glucan, sondern auch an Arabinoxylan. Und hier haben wir also eine wirklich gute Mischung. Im Vollkorn ist die Kleie natürlich dann auch enthalten. Und wer Vollkornbrot isst, nimmt auch Arabinoxylane zu sich. Ein guter Tipp dafür ist, Roggenbrot zu essen. Und jetzt kommen wir noch schließlich zu den Fructanen. Das sind auch lösliche Ballaststoffe, die aber aus Fruchtzucker, aus Fruktose bestehen. Und auch sie gelten als sehr gesund, können aber Probleme mit der Verdauung verursachen, wenn das eigene Mikrobiom mit der Fermentation nicht hinterherkommt. Beim übermäßigen Verzehr können besonders die Fructane zu Blähungen und zu Bauchschmerzen führen. Fructane finden sich in größeren Mengen in Zwiebeln, Knoblauch, Weizen, Roggen und auch in Bohnen. Bei den Bohnen als Tipp, lasst sie immer über Nacht einweichen, dann werdet ihr diese Fructane los. Die nicht löslichen Ballaststoffe, Zellulose und Lignin, finden sich in Vollkornprodukten, im Gemüse, in Hülsenfrüchten, Früchten, Nüssen und Samen. Okay, wir kennen jetzt also die Wirkung der Ballaststoffe und auch worin diese enthalten sind. Jetzt soll ich einfach loslegen und Haferkleie in mich reinschaufeln? Ganz so einfach ist das leider nicht, denn es gibt auch mögliche Nachteile. Bei den Fruktanen habe ich die Kapazität des Mikrobioms ja schon angesprochen. Unser Darmmikrobiom ist Ausdruck unserer Lebensgewohnheiten. Wenn ich jetzt eine größere Menge von zum Beispiel Fruktanen nicht gewöhnt bin, kann eine zu hohe Aufnahme zu Beschwerden führen. Man sollte daher die Ballaststoffmenge nur langsam steigern. Dadurch gewöhnt man dann die eigene Darmflora an die Ballaststoffverwertung. Es braucht eben etwas Zeit, bis sich die Bakterien vermehrt haben und dann stabil den Darm besiedeln und auch normal fermentieren können. Das muss also jeder für sich selber ausprobieren und ihr werdet schon merken, wenn eure Kapazität überschritten wird. Bei einigen wenigen Menschen liegt aber eine Fehlbesiedlung von Dünndarmabschnitten mit Bakterien vor. Das nennt man Sibo. Hier kann eine ballaststoffreiche Kost zu ganz schönen Problemen führen. Wie erreiche ich jetzt also meine Ziele? Zunächst ist es wichtig, die Ballaststoffe bei der Nahrungsmittelauswahl im Hinterkopf zu behalten. Und das beginnt natürlich schon beim Einkauf. Wenn möglich, dann sollte man überwiegend Vollkornprodukte wählen. Das gilt auch für Reis und Pasta. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber man kann sich daran gewöhnen. Man muss halt ein bisschen anders die Nahrungsmittel zubereiten. Als Kohlenhydratquelle kann man ruhig aber auch mal an Boden, Linsen und Kichererbsen denken und sich mit der Zubereitung vertraut machen. So schwierig ist das gar nicht und es schmeckt großartig. Wenn immer möglich, ergänzt eure Nahrung um gesunde und ballaststoffreiche Zutaten. Ihr esst eine Pizza, dann macht Zwiebel und Artischocke und Oliven drauf. Wenn ihr Brot mit Käse esst, dann nehmt Roggenbrot und legt noch zwei Walnüsse und etwas Rucola auf euren Käse drauf. Als Snack einen Apfel, am besten einen grünen, oder eine nicht ganz reife Banane. Denn in der nicht reifen Banane sind auch viele unlösliche Ballaststoffe enthalten. Und macht Gemüse, Nüsse und Samen zu einer Selbstverständlichkeit bei jeder Mahlzeit. Und jetzt noch ein besonderer Tipp. Wenn ihr bereits gekochte Nudeln oder Reis, aber insbesondere Kartoffeln, abkühlen lasst, dann bildet sich etwas resistente Stärke. Die Speisestärke-Moleküle ordnen sich durch das Abkühlen zu einem kleinen Anteil in Kristallstrukturen an und werden so für den Dünndarm unverdaulich. Beim erneuten Erhitzen von diesen abgekühlten Kartoffeln, Nudeln oder Reis wird ein Teil der resistenten Stärke zwar wieder in verdauliche Stärke umgewandelt, aber ein Teil bleibt enthalten und so könnt ihr noch ein bisschen mehr rausholen aus eurem Essen. Ich habe jetzt ja eben die Roggenkäsestolle erwähnt. Wie sich der Käsegenuss auf euren Darm auswirken kann, das seht ihr in diesem Video. Macht's gut und bleibt gesund.